2 Schnu. Edit ihr bitte das nächste Mal DK in das Emmon has fallen into the river in Lego City Meme. D. DK, was machst du denn da? Man has fallen into the river in Lego City. Start the new rescue helicopter. Hey, build the helicopter. And off to the rescue. Prepare the lifeline. Lower the stretcher. And make the rescue. Meine lieben Freunde, Hartz IV LP ist am Start, aber davon mal abgesehen, ist heute mies Action geboten. Der heutige Part rasiert, Friends. Wir gehen jetzt erst in 2.7, eines der geilsten Level des gesamten Spiels, anschließend in das K-Level der zweiten Welt und den Boss machen wir auch noch. Also wenn das mal kein Gleichwert ist, dann weiß ich auch nicht weiter. So, Wellenbrecher-Wahnsinn ist nämlich ein Level der ganz besonderen Art. Okay, das war geschenkt. Ihr seht es nämlich schon. In regelmäßigen Abständen kommt hier nämlich eine Tsunami-artige Welle auf uns zu. Und wenn wir uns, während die Welle hier einschlägt, nicht hinter einem dieser Steine befinden, dann ist unser Leben beendet. Ja, so krass ist das. Also da ist dann einfach Schicht im Schacht. Und oh, dich brauche ich. Oh, ich komme das gar nicht ran. Okay, nochmal, mein Freund. Oh nein. Okay, ich glaube, wisst ihr was? Ich bringe mich kurz um. Ich will das K haben. Yes, jetzt habe ich's. So, und es gibt auch hier diese bröckligen Wände. Die sorgen natürlich dafür, dass... Oh Gott. Oh nein. Die sorgen natürlich dafür, dass man quasi nur... was habe ich jetzt? Ich habe irgendwas erschaffen. Was habe ich mit diesem Knopf erschaffen? So, jetzt nochmal. Wenn ich hier drauf drücke... Ich kann es euch nicht sagen. Was macht dieser Knopf? Ich drücke jetzt hier diesen... Ah! Jetzt check ich's. Dieser Button erschafft da so eine kleine Steinwand. Ich habe die nicht gesehen. Ich schwöre es euch, ich habe die beim besten Willen nicht gesehen. Okay, alles gut. Also ist dieser Knopf absolut sinnfrei. Hier könnte der Puzzleteil dran sein, weil hier muss man sehr... lange drauf einprügeln, bis so ein Fass kaputt geht. So, jetzt wird's interessant. Jetzt! Genau, dann sind wir hier nämlich safe. Alles klar, ich kapiere. So, also ihr seht schon, dieses Level hat's wirklich in sich. Selbst jetzt habe ich noch massive Probleme, hier gut zu performen. Damals, als ich das Spiel neu gekauft habe, war das noch viel, viel gruseliger. Das könnt ihr mir wirklich glauben. Entschuldigt den kurzen Lag. So, und da unten ist auch noch ein Fass. Also, zwei Puzzleteile auf einem Haufen. So wünsche ich mir das. Und das ist auch ein Bonus, den wir relativ fix hinkriegen müssten. Yes! Das sieht sehr gut aus. Nice! Damit haben wir schon mal drei Puzzleteile am Start. Und von wie vielen Krebsen will ich mich jetzt noch treffen lassen? Aber man kriegt ja auch kein Diddy, ne? Dieses Level ist schon so mein Freund, du leidest hier sowieso. Und ein Diddy kriegst du gleich dreimal nicht. Aber alles in Ordnung, wir kriegen das schon irgendwie so hin. Es ist, na, man merkt jetzt langsam, dass ein... Mit der Schwanzflosse. Dass ein gewisser Skill-Anstieg, beziehungsweise ein gewisser Anstieg des Schwierigkeitsgrades, ja, deutlich merkbar ist. Da war Puzzleteil Nummer 4. Also ich denke, puzzleteiltechnisch sind wir auf jeden Fall noch auf dem neuesten Stand. Und da ist er ja. Da ist er ja. Sehr schön. Aber allzu viel brauche ich ihn wahrscheinlich gar nicht mehr. Ich warte immer noch drauf, bis in irgendeinem dieser Bottiche mal einer drin ist. Ducken! So, dann räumen wir hier nämlich einmal auf und dann ducken wir uns hier ganz entspannt und dann ist es hier gut. Mir fehlt noch das G. Puzzleteile habe ich mittlerweile alles, was ich brauche. So, und jetzt sind hier auch keine konsistenten Wände mehr. Da muss ich jetzt auch aufpassen. Das heißt, quasi überall, wo ich mich verstecke, ist dann relativ... Das Wasser kam soeben durchs Fenster. Durchs Fenster. Und hat mich getötet. Ich schwöre euch, in diesem Level werde ich mehr Tode haben... als im noch heute kommenden K-Level. Ohne Spaß. Ich stelle mich wirklich
alles andere als geschickt in diesem Level an. Aber ich glaube, wir haben es. Und so ist es. Uff. Aber ich denke mir, das ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn wir mit so einem Level hier reinstarten, weil dann ist das K-Level vielleicht nicht so frustrierend, weil wir jetzt mental besser vorbereitet sind. By the way, ich würde auch sagen, an der Stelle direkt ein passender Moment für das heutige Fanart. Das kommt nämlich vom lieben Magorian32 und er hat den Mezzomix-Vulkan gemalt, aus dem die Tikis kommen und sie versuchen Donkey Kong zu verwirren, aber mit seinem nicht vorhandenen IQ juckt ihn das gar nicht. Sehr, sehr schön gezeichnet, oben noch ein sehr geiles Hübi, sehr schön typografisch dargestellt. Vielen, vielen Dank, dass du das Projekt hier unterstützt. So, ab ins K-Level, den Trümmertempel. So, der erste Versuch wird jetzt sehr, sehr wichtig. Weil in den meisten Leveln, in den meisten K-Leveln, kriege ich Diddy nicht. Oh doch, okay. Hier kriegt man Diddy. Dann nehme ich zurück, was ich gesagt habe. Ansonsten hätte ich gesagt, müssen wir im ersten Versuch jetzt rausfinden, dass wir mit Diddy hier möglichst weit kommen. Ah, ich erinnere mich. Ich erinnere mich etwas an... Oh ja. Ja, das war wirklich gut. Ich erinnere mich an dieses Level. Das war machbar. Ich muss jede dieser Vasen abchecken, weil in jeder dieser Vasen einfach ein Puzzleteil drin sein könnte. Wie zum Beispiel hier. Da war jetzt zwar keins drin, aber da war einfach eins. Boah, das ist halt einfach auch so fies mit diesen Fledermäusen, die einem da immer entgegenkommen. Und wie gesagt, hier, ich muss jede Vase abchecken. Das ist jetzt schon die dritte, in der kein Puzzleteil drin ist. Aber in mindestens einer Vase wird eins sein. Und ich werde derjenige sein, der dieses Puzzleteil dann mitnimmt. Oh, boah, diese Fledermäuse sind aber auch teilweise so platziert, dass du da einfach keine Chance hast. Oh, das ist ein Level, wo man einfach auch Geduld beweisen muss. So, du darfst dich einfach nicht aus der Ruhe bringen lassen, ne? Nein, ich hab's verkackt. Egal. Nein, nicht egal, ich bin sowieso tot. Da hätte ich unten durchspringen müssen. Ah. Ah. Shit, ich habe das Puzzleteil wieder verpasst. Ich war irgendwie nicht aufmerksam. Jetzt. Jetzt bin ich nämlich sehr verzögert auf diese Plattform drauf. Und das hat dann dafür gesorgt, dass die Plattform nicht so schnell versunken ist. Und da ist doch direkt das nächste, oder? Jawohl, 4 von 5 Guys. Sehr schön. Guter Progress. DK. So, okay, jetzt geht's ja. Jetzt geht's ja ab. Ich muss das abchecken. Ja. Das nächste Puzzleteil. Wahrscheinlich mein Tod. Oder? Ah, sieht noch gar nicht so aus. Ich will eigentlich mich nur ungern von so einer Fledermaus treffen lassen, weil ich dann Diddy verlieren würde. Aber gerade wenn es so hektisch wird, kann man nicht einfach auf jedes Hindernis reagieren. Aber die Tatsache, dass wir schon alle Puzzleteile haben, zeigt mir, dass wir schon relativ weit sind. Dass hier eigentlich nicht mehr viel kommen kann. Und das war's. Und das war's. Und da ist die blaue Kristallkugel. Und damit haben wir es geschafft und haben alle 5 Puzzleteile mitgenommen. Und die Leistung war nicht so ganz, wie ich es wollte. Aber in Ordnung. So, und jetzt bleibt uns in Welt 2 nur noch eine einzige Sache übrig. Und zwar die kneifenden Korsaren zu besiegen. Auf geht's, Diddy. Wird Zeit, uns die Spezi zurückzuholen. Ja, Mann. Erstmal auf den Arsch rutschen. Oh, 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 geil, die Leute, beste Leben und so. Beste Leben. Oh, shit, man, die sind da. Leute, die schmieren keine Butter aufs Nutella-Brot. Hä, was? Keine Butter aufs Nutella-Brot? Diggi, das geht gar nicht. Du musst die Butter auf die Nutella-Brot tun. Nieder mit dir. Alter, verpisst euch. Wir wollen nur Spezi und nicht euer Kackbrot. So, und hier wären wir. Die Arena baut sich auf und wir kämpfen gegen... Krabben. Wir kämpfen einfach gegen Krabben. Aber das ist ein Bosskampf, der eine sehr interessante Mechanik hat. Denn im Laufe des Kampfes, beziehungsweise auch im Laufe des, ich sag mal, Kampfstiles, beziehungsweise je nachdem, wie weit die Bossphase fortgeschritten ist, ändert sich die Musik. Da müsst ihr mal drauf achten, ne? Das, oh lol, der steht immer noch. Muss ich den von einer gewissen Seite treffen, dass der umkippt? Warte mal, mache ich irgendwas falsch? Oder muss ich hier einfach Glück haben?
Ich bin verwirrt. Nee, jetzt passt. Okay. Vielleicht hat das ein bisschen mit Glück zu tun, wann der auf der Seite landet. Oh, der Sohn! Das ist so einer der... Warte, man kann ich auch hier auch trommeln? Ja! Oh Gott, so geht's viel einfacher. Ich bin ein Trottel. Ne, und immer wenn die hier ihre Arme hochheben oder Faxen machen, da geht die Musik übel ab und ich feiere das voll. Okay. Warte mal, kann ich hier irgendwas machen? Nee, kann ich nicht. Okay, ich muss jetzt warten, bis sie ihre Scheren rund... Das war jetzt nicht so erfolgreich. So, jetzt ein neuer Versuch. Und zwar mit Trommeln statt mit Dagegenrollen. Das geht circa 422 Mal leichter. Da kriegen die ja gar nichts geschissen. So, und wenn ich den jetzt hier direkt nach dem Ausbuddeln erwische... Genau, dann hat er nicht mal Zeit. Oh, das war dumm. Dann hat er nicht mal Zeit, seine Scheren hier hochzunehmen. Ich warte jetzt mal, bis er hier Faxen macht. Genau. Und dann machen wir die Variante. Die ist nämlich deutlich sicherer. So, und jetzt haben wir noch Diddy. Und können dem Turm hier ordentlich Paroli bieten. Aber natürlich gehen die erstmal in die andere Richtung. Aber nicht so schlimm. So, ja. Und jetzt machen wir das hier. Oh, what? Das war's gar nicht? Okay, wartet mal. Was muss ich hier tun? Oder kann ich jetzt trommeln? Nee, stopp. Wenn die das hochheben, dann kann ich dagegen rollen, oder? Ja! Und dann kann ich ihnen böse geben. Sehr schön. Ich würde eigentlich gern ein paar Herzen nehmen, muss ich zugeben. Jetzt kommen sie da einzeln. Kann ich sie jetzt vielleicht endgültig töten? Nee. So, hier. Oh, ich wollte mich beeilen. Der hebt doch jetzt bestimmt auch seine Klauen, seine Scheren hoch, oder? Ja, ich wollte gerade sagen. Da könnte ich jetzt sogar gegen ihn rollen, aber das ist jetzt nicht so schlimm. So. Jetzt kommt wieder der Rote. Der ist der Boss. Oh, wenn man direkt nach dem Ausbuddeln auf die drauf geht, dann kann man die relativ safe erwischen. So, jetzt gehe ich direkt hier rüber, weil sie immer erst in die Richtung gehen. Da bauen sie sich wieder zu einem epischen Turm auf. Oh, da konnte ich jetzt nicht viel machen. Die haben die Arme nicht hochgehoben. Jetzt. Und jetzt kommt natürlich ein Herz. Aber natürlich erst nachdem ich getroffen wurde. Aber das war's schon, oder was? Okay. Ich habe mir auf jeden Fall schwerer getan als beim ersten Boss. Er ist noch super motiviert, aber ist er nicht. So, ich hoffe, ich verkacke jetzt das Timing auf den Tiki nicht. Oder auf die drei Tikis, wohl besser gesagt. So, wir probieren das. Zack! Das sieht schon besser aus. Very nice! Und damit haben wir die zweite Welt zu 100% abgeschlossen. Musikgalerie aktualisiert. Dioramen. Dio 2001. Whatever. Galerie aktualisiert. Und damit bricht das Schiff auseinander. Und unser Weg geht weiter in die dritte Welt, in die Ruinen. Und hier sehen wir uns beim nächsten Mal. Danke fürs Dabeisein, Friends. Und bis zum nächsten Mal bei Donkey Kong Country Returns. Euer Hübi.